Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de. So, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Und rund um den gesamten Spieletisch herum sitzen wieder der Henry, das Blümchen, der Christian, die Michaela. Ja, und ganz viel Kakao. Nee, Kakao haben wir hier nicht. Doch, da. Das hier soll Kakao sein. Das sind aber Bohnen. Ja. Das ist ja nicht der Kakao. Ja, aber das könnte noch was werden, würde ich mal sagen. Hier noch, ne? Wir haben nämlich ein Spiel getestet, das zumindest laut dem Spielbox-Forum ein Kandidat sein könnte zum Spiel des Jahres. Ob es das wirklich wird, erfahren wir ja dann erst Mitte Mai. Aber Phil Walker Harding hat zumindest dieses Spiel gemacht, 2015 erschienen bei Abaco-Spiele. Und was sind denn die Rahmendaten? Die Rahmendaten? Das ist ein Spiel für 2 bis 4 Spieler, Kosten ungefähr 25 Euro. Ihr habt es ja ein bisschen billiger jetzt bekommen. Spielzeit ungefähr 45 Minuten und ab 8 Jahre. Und die Spielzeit kommt auch ganz gut hin. Also wir haben jetzt auch so um die 45 Minuten gespielt. Und die Erklärzeit, die war auch wirklich sehr kurz. Ihr habt uns das Spiel ja kurz erklärt. So viele Regeln gibt es letztendlich auch nicht. Wir haben ja, erstmal kann man ja sagen, wir haben Legespiel. Wer Carcassonne kennt, die Plättchen sind einfach Legeplättchen. Wir haben ja kein typisches Spielbrett. Wir haben einen kleinen, runden Spielplan, der nennt sich dann unser Dorftableau, den wir jeder von uns ablegen. Da können wir dann unsere Kakaobohnen drauf ablegen. Wir können unseren Wasserträger da drauf stellen. Der läuft wandert rum. Genau, der bringt nämlich am Anfang Minuspunkte und nachher, wenn man weiterläuft, vielleicht Pluspunkte. Und die Amulette kann man da drauf ablegen. Genau, 3 davon haben wir Platz. Und das Ganze funktioniert so, wir machen mal hier unseren schönen Ort mal ein bisschen auseinander. Oh. Oh. Ja, aber demomäßig will ich das doch zeigen. Na toll. Wir starten nämlich mit einem Zweier-Dings und einer Bums. Ein Zweier-Dings. Ein Zweier-Markt und einer Kaffeebohne. Genau, das sehen wir hier. Kakao. Ist auch für uns die 6. Stunde, ne? So, und jetzt hat jeder selber Karten, 3 davon auf der Hand. Und Plättchen, die haben, ne? Plättchen, genau, kann man eher sagen. Plättchen. Karten verwirrt. Und die haben unterschiedliche Anzahlen an Arbeitern. Also sie haben immer 4, aber sie sind unterschiedlich angesortiert. Genau, es nennen sich auch Arbeiterplättchen. Das sind diese, daraus entsteht ja im Prinzip das Spielfeld. Und je nach Spielerzahl bekommen wir unterschiedliche auf die Hand. Und wenn wir die anlegen, dann werden die Plättchen, die wir haben, zum Beispiel der Markt und hier die Kakaoplantage, dann entsprechend gewertet. Genau, also hier würde ich jetzt zum Beispiel, weil da ein Männchen dran ist, einen Kakao kriegen. Und auf der anderen Seite kann ich gleich das Kakao verkaufen für 2. Ist ein bisschen billig. Es gibt nämlich auch einen Markt zum Beispiel, wo man sogar für 4 das Gänse loswerden will. Aber den gibt es ja auch nur einmal. Den, ne? Gibt es nur einmal. Und da muss ja erstmal dann kommen, ne? Und dann gibt es noch andere Karten, zum Beispiel solche mit so Tempeln. Da kriegt man nachher Geld, wenn man den meisten dort hat. Es gibt so Wasserfelder, dann wandert man hier aus dem Minus in den Plusbereich von unserem Tableau und so weiter und so fort. So viel gibt es eigentlich nicht. Es gibt nochmal ein paar Geld, wenn man in die Mine geht. Und das war es eigentlich schon fast. Und wir können auch Amulette uns holen, mit denen wir die Möglichkeit haben, am Ende nochmal ein paar Felder zu überbauen. Und man kann hier sagen, Geld ist mit Siegpunkten gleichzusetzen. Also wer am Ende das meiste Geld hat, entspricht gleich die meisten Siegpunkte, der hat das Spiel gewonnen. Und es gibt halt bei dem Legemechanismus eigentlich nicht viel zu beachten. Man darf immer nur an eine, nicht an ein anderes Arbeiterplättchen anlegen, auch nicht an das eigene, sondern immer im Prinzip an den, ja, hier in dem Fall an die Plantage oder an den Markt, also immer an die Dschungelplättchen. Und man muss aber, wenn jetzt eine Lücke entsteht zwischen 2 Arbeiterplättchen, dann muss man von den offen ausliegenden Plättchen da entsprechend einfüllen. Und so kann man natürlich partizipieren, eventuell mehrere dann von den Plättchen, was angelegt werden muss. Genau, also man muss immer achten, ob so eine Lücke ist, wo 2 Arbeiterplättchen eine Lücke bilden. Und dann darf ich mir, das ist eigentlich gut sogar, von den 2 ausliegenden allgemeinen Plättchen 1 ranlegen. Das heißt, ich werte sowohl mein eigenes als auch das fremde angelegte, wobei das kann gegebenenfalls dann auch für den Gegner auch noch Punkte oder irgendwas bringen, wenn er da Männchen auch noch dran hat. Das muss ich mir jedes Mal überlegen. In der Regel 1 bis 2. Es gibt wohl auch Sonderfälle, die sind aber bei uns noch nicht vorgekommen, wo man sogar mal theoretisch 3 liegen müsste, was aber nicht geht. Also Gott sei Dank kommt man bisher so damit aus. Ich glaube, das dritte zieht man dann nach, ich weiß gar nicht. Wie gesagt, der Fall ist noch nicht vorgekommen. Ja, das ist das ganze Spiel. Und da spielen wir das so lange, bis unsere Handplättchen alle sind. Jeder hat seinen eigenen farbigen Satz, von dem er 3 zufällig gezogen hat.
Wenn die alle aufgebraucht sind, bei allen, ist das Spiel zu Ende und wir werten nochmal. Genau, was du schon sagtest, also wir kennen nicht die ganze Anzahl, wir wissen ja schon, welche Plättchen es gibt, aber wir können nicht beeinflussen, welche wir von diesen ganzen Plättchen nehmen dürfen, sondern wir haben immer nur drei davon auf der Hand und die werden dann eins davon immer ausgelegt, dann zieht man wieder eins nach. Richtig. Genau, und das ist das ganze Spiel. Genau, wir haben eine Anleitung auch. Bei zwei Personen übrigens werden noch ein paar Plättchen aussortiert von den allgemeinen. Ansonsten werden bei drei und vier Spielern welche von den Handplättchen aussortiert. Aber das ist nichts Dramatisches, das hat man in wenigen Sekunden eigentlich höchstens dann erledigt. Und wie man sieht, Anleitung ist auch nur vier Seiten lang. Mhm. Die Amulette hatte ich, glaube ich, gerade eben schon gesagt, die können am Ende dann einem noch was bringen. Die hole ich mir über dieses Feld hier. Mhm. Damit kann ich, wenn alle allgemeinen Plättchen weg sind, dann nochmal meine eigenen Felder überbauen. Genau. Damit also noch eine zweite Wertung dann erzeugen. Oder Spielende dann bekommen. Genau, ne? Genau, das geht auch. Mhm. Das war's. Genau. Das ist es schon. Dann können wir werten. Richtig. Christian? Fang immer an. Ihr habt schon häufiger gespielt. Okay. Soll ich mal anfangen? Dann finde ich das Spiel mal gut. Dann wenn du anfängst. Ja, nein, auch sonst hätte ich es gut gefunden. Ich finde ja auch Carcassonne ganz nett. Hat aber mit Carcassonne nicht viel zu tun. Nett. Hat aber mit Carcassonne, also natürlich Plättchen und man hat irgendwie solche Figürchen, aber ja, der Mechanismus ist ganz anderer. Also gerade dieses Gucken, wo kann ich jetzt mein Plättchen anlegen, wo habe ich dann eine Lücke, die ich wieder füllen kann, so dass ich mehr kriege als meine Gegner. Wo kann ich denn vielleicht auch bei den Tempeln die Mehrheiten kriegen, nachher auch durch Überbauen. Was kann ich mir da offenlegen? Das funktioniert schon ziemlich gut und macht Spaß und ist wirklich kurzweilig. Also das sind wirklich nur 30 bis 45 Minuten, auch zu zweit. Wunderbar. Also merkt man eigentlich kaum, dass es einen Unterschied macht vom Spielgefühl. Es geht auch relativ flüssig. So viele Möglichkeiten hat man dann doch im Endeffekt nicht. Also lange Wartezeiten hat man nicht. Und was mir jetzt gerade eben bei der Viererpartie aufgefallen ist, ist, dass das doch recht mächtige Vierer-Verkaufsplättchen, wenn man da Pech hat und das kommt gerade hinter einem hoch und dann die anderen drei sozusagen das festmachen und dann belegen, man gegebenenfalls als vierter Spieler in die Röhre guckt und nicht mehr rankommt. Ich habe das nur zweimal benutzt, ne? Ich habe das auch nur zweimal genutzt. Ja, aber ich habe es gar nicht nutzen können. Aber das ist, du hast viele andere Möglichkeiten, Punkte zu machen. Genau. Das ist nur die einzige Ärgerlichkeit bei einem Kart, das ist die einzige, glaube ich, die es wirklich nur einmal gibt. Aber das ist jetzt die Ausrede, warum du verloren hast? Oder? Ja, genau. Ah, okay. Ich versuche jetzt gerade Legendenbildung. Ja, ja, genau. Ich so einfach ist das. Ja. Genau. Was ich übrigens bei dem Spiel, das wollte ich noch erzählen, kurz toll finde, das hat man ja ganz selten heutzutage noch, ein Tiefziehteil, das wirklich noch seinen Namen verdient. Da kommt nämlich wirklich alles an seinen richtigen Ort. Sogar jede Figur, jeder Farbe kommt nochmal in ein eigenes Fächerchen, was dann gemacht ist wie so ein Pöppel. Das passt da also perfekt hinein. Dann haben wir hier kommt das Geld rein. Hier, glaube ich, diese Sonnenplättchen da und so weiter. Also, das mal Abakus. Da haben sie aber was gemacht. Also, allein fürs Tiefviehzahl gibt es von mir schon einen Punkt. Ansonsten, nettes, fröhliches Spielchen, das man gerne mal wieder so zwischendurch spielt. Gerne wieder, wie es so schön heißt. Also sind wir im Bereich 7 und 8 Punkte. Und da bin ich, da ich ja keine halben geben würde, ich wäre irgendwo dazwischen, gebe ich heute, weil ich heute gute Laune habe, 8 Punkte. Wegen dem Tiefziehteil. Das war der entscheidende Punkt noch wegen des Tiefziehteils. Habt aber Glück gehabt, Abakus. Blümchen. Sehr schön, Henry. Ich muss mich übrigens deiner Meinung anschließen. Ich finde dieses Viererplättchen auch zu mächtig. Ich muss jetzt einfach mal dich in Schutz nehmen und sagen, du hast deswegen hast du auch verloren. Genau. Du hast deswegen gewonnen. Das glaube ich nicht. Ich hatte hier oben dafür, dass, guck mal, ich hatte Wasserwehen. Ich hatte 5 Unterschied. Und dafür hattest du 5 mehr. Ja, also ja. Ich muss auch sagen, ich finde aber wirklich dieses Viererplättchen, finde ich schade, dass es das wirklich nur einmal gibt, weil da muss man sich in dem Moment sofort draufstürzen, hat gar keine andere Möglichkeit als seine Sachen dahin zu legen und eigentlich versuchen auch noch einmal da möglichst zu überbauen. Und das finde ich wirklich mächtig, hätte ich besser gefunden, es hätte davon auch 2 gegeben, dann hätte man nämlich eigentlich auch wirklich mal gesagt, okay, vielleicht nutzt man es später nochmal, es kommt ja nochmal hoch und auch so wie die Wasserplättchen, die kommen ja eigentlich auch immer wieder, aber da warst du nachher ein bisschen schwach dran. Mhm. Aber um jetzt einfach zum Rahmen... Bin ich schwach dran? Ja, das tut mir auch leid, Christian. Ja, Christian hat nämlich -1 gemacht. Und ich bin trotzdem auf dem zweiten Platz, nur mal so zwischendurch. Mein Wasser ist nicht alles im Leben. Ja. Christian hat das Viererfeld ganz oft genutzt. Einmal. Nein, ich habe es einmal genutzt. Kinder, wir sind mitmachen in der Rezension. Wir wollen jetzt nicht streiten. Doch, du hast es überbaut. Das hat Henry da weggenommen. Genau, nein. Das stimmt. Das haben wir gerade eben gesehen. Ja. Nein? Ja, genau. Aber nicht. Bin ich hier? Das ist dieses hier. Ja. Ja, aber nicht, um das Viererfeld zu nutzen.
sondern die ist egal. Ist ja, egal. Bist du schon durch mit deiner Rezension? Nein, ich bin noch nicht durch, aber ich wollte jetzt gerne diesen Streit doch hier gerne auflösen, zu Handgemengen kommen und sonstigen Dingen. Hm. Nein, ich wollte aber sagen, es ist definitiv Gelegenheitsspielertauglich, das finde ich auch sehr schön an diesem Spiel. Mir ist allerdings aufgefallen, du hast gerade gesagt, es gibt nicht so lange Wartezeiten, ich habe aber gemerkt, ich habe nachher mein Überlegen abgekürzt, weil es verleitet doch sehr zum Überlegen, ob man jetzt, wo legt man es jetzt genau hin, das neue Plättchen, wo ist jetzt vielleicht die genialste Methode. Diese Wartezeiten kamen im Viererspiel doch eher zustande, obwohl es mir im Viererspiel auch andersrum wieder besser gefallen hat, weil man da sich mehr ins Gehege kommt. Da hat man automatisch bei den Tempeln eigentlich nicht unbedingt den Sieg, wenn man da 1-2 ranlegt, sondern die werden einfach sehr schnell weggenommen. Das heißt, da finde ich es eigentlich tendenziell bei den Tempeln zum Beispiel besser im Vier-Personen-Spiel. Bei den Überlegezeiten, schön Henry, dass du mich so ablenkst, finde ich das aber im Zwei-Personen-Spiel wesentlich netter. Um auf den Punkt zu kommen, ich finde es auch ein Spiel, was ich sehr gerne wieder spiele. Allerdings dort im unteren Bereich aufgrund dieser, ja, es ist nichts absolut, also es ist nicht so, dass es mich so gepackt nimmt, dass ich das immer mal wieder spielen. Also ich will es gerne wieder spielen, aber nicht jetzt jedem erklären und ich glaube, es wird auch relativ schnell, nutzt es sich doch ein bisschen ab. Also ich bin zwar angetan, aber nicht hellauf begeistert. Das heißt eine 7? Eine 7, ja. Alles klar. Aber es ist ja durchaus schon... Für meine Fortführung. Mhm. Ja, genau. Es ist ja nichts Schlechtes. Fürs Protokoll. Genau, fürs Protokoll. Genau. Christian. 7 gab es wegen des Tiefzitates. Mir hat das Spiel gut gefallen. Ich bin ein bisschen sprachlich oder stimmlich angekratzt. Von daher fasse ich mich ausnahmsweise mal ein bisschen kürzer. Schönes Spiel, ich finde die Optik auch ganz niedlich. Das mit Carcassonne, dass halt die gleichen Pöppel sind, kann ich mit leben, da habe ich kein Problem mit. Ich finde, es erinnert mich irgendwie aus dem Bauch an Hawaii. Sei es wegen der Optik, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher. Es ist kurzweilig, es ist schnell gespielt. Jetzt im Vier-Personen-Spiel hat es mir sehr gut gefallen. Es ist meines Erachtens gut austariert. Auch, dass es nur ein Viererplättchen gibt, finde ich jetzt nicht so schlimm. Man kann hier sehr viel nachdenken, wenn man denn möchte. Man kann das Spiel aber auch relativ schnell intuitiv spielen, so wie ich das gemacht habe. Also es ist sowohl für Denker als auch für ein bisschen glückslastige Menschen gut spielbar. Mir hat es gut gefallen, ich würde es gerne nochmal spielen und es gibt von mir 7 Punkte. Michaela. Ja, es wurde eigentlich fast alles gesagt. Nur noch nicht von jedem. Ja. Ich wusste, dass das kommt. Ja, ich habe nur einen Gag. Ja, ich weiß. Den muss ich immer einmal bringen. Also es ist wirklich ein sehr einfaches Spiel, sehr kurze Einstiegszeit. Also von der Einstiegshürde würde ich das wirklich sehr niedrig einstufen. Ihr habt uns das ja wirklich ganz kurz erklärt. Ich würde sagen, ihr erklärt es aber vielleicht unter 10 Minuten ungefähr. Die Anleitung kenne ich jetzt nicht. Ist die gut geschrieben? Ja, also genau. Kann man also sie ist sogar nochmal zwei geteilt. Die Plättchen selber in ihrer Funktion gibt es nochmal auf dem zweiten Blatt. Und der Mechanismus auf dem anderen, aber mit viel Beispielen und sowas. Also da kriegst du auch eine Viertelstunde hin. Selbst okay, gelesen. Also sehr gut. Und wenn du willst, kannst du es auch nochmal auf Englisch lesen. Die ganze Anleitung liegt nochmal auf Englisch. Okay, aber man kann sich das anhand der Anleitung sehr gut erarbeiten. Das sehr Spiel. Einfach. Gut. Und ihr habt das ja auch kurz erklärt. Von daher auf jeden Fall aus meiner Sicht Gelegenheitsspielertauglich und familientauglich. Die kurze Spielzeit. Ich finde auch für so ein Spiel, was Wümchen schon sagte, so mit der Überlegung, man kann das so schon die Länge ziehen, weil ich habe auch schon jetzt am Ende noch mal geguckt, wo kann ich noch die meisten Punkte bekommen, auch durch das Überbauen mit Amuletten, dann fängt man doch schon an zu rechnen, aber wenn ich da was hinlege, kriege ich die und die Punkte, wenn ich da und dann hat man vielleicht noch 3 Plättchen auf der Hand und wie verbaue ich die jetzt am besten, man kann das natürlich dadurch auch in die Länge ziehen, man muss dann halt irgendwo dann für sich einen Schlussstrich ziehen und sagen, jetzt packe ich es einfach dahin, man weiß ja auch teilweise im Spiel noch gar nicht, was kommt noch an Plättchen hoch. Ich hatte am Ende auch, ich habe es nun auch nicht so häufig gespielt wie ihr, mit dem Wasser auch nicht so ganz. Da habe ich am Ende auch gedacht, hups, das macht ja doch auch schon einige Punkte aus, weil 16 Punkte plus anstatt 10 Punkte minus, also schon ein ganz schöner Unterschied da bei dem Wasser. Das darf man auch nicht so ganz aus den Augen verlieren. Ich hatte so ein bisschen, weil Henry so auf die Tempel vorgeprescht war, ich auch ein bisschen Augenmerk so auf die Tempel. Ich finde es aber, es ist wirklich ein sehr nettes Spiel, was ich auch gerne nochmal wieder spielen würde. Zu zweit kann ich es nicht beurteilen, ich kann es mir aber gut vorstellen, dass man es zu zweit auch gut spielen kann. Und aufgrund der kurzen Spielzeiten, auch des einfachen Spielprinzips, man darf halt nicht zu viel erwarten, würde ich diesem Spiel auch eine 7 geben, ein gerne wieder ein gut. Trotz und eben auch wegen des Tiefzitals. Nein. Nein. Völlig losgelöst von diesem klasse Tiefzital, das ich nochmal in die Kamera halte. Genau. Ja, sehr schön. Ja, dann war durch. Dann aber gibt's ich habe jetzt Durst auf Kakao. Ja, siehst du. Dann mal zu, ne? Dann werden wir uns hier noch ein Gläschen gönnen und... Wenn man Lust hat, kann man als Videozuschauer noch die Beispielrunde sehen. Wobei ich das ein bisschen schade fand, ich hatte mich schon gefragt, warum dieses Spiel Kakao heißt. So dieser Titel und das Spiel, man hätte das auch irgendwie anders nennen können, weil das hat nicht so viel miteinander zu tun. Man hätte da auch Zuckerplantagen machen können oder was auch immer. Jo. Das ist so ein bisschen so... Hanf. Schade, dass es so ein bisschen, ja, was auch immer,
Also das ist jetzt, weil das Spiel auch das ist die Erweiterung dann. Im Essen kommt die Hanferweiterung, genau. Ja. Punkt. Ja, okay, denn wir sollten jetzt Schluss dann machen. Gönnen wir uns doch jetzt die Kakaotasse als ein Afghanen. So also, was haben wir auch nicht hier, Henry. Das nein, musst du zu Hause trinken. Natürlich. Nicht nachmachen, Kinder. Das war's für heute. Dann sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry. Das Blümchen. Der Christian. Und die Michaela. So, komm hier. Voller Freundschaft. Freundschaft. Und Prost. Prost, das musst du jetzt noch sagen, ne? Ja. So, herzlich willkommen bei der Beispielrunde von Kakao. So sieht das Spiel aus. Wir haben es ja gerade eben erst besprochen, macht aber nichts. Jetzt sieht man, wie es gespielt wird. Und wir sehen so ein bisschen Carcassonne liegt hier. Die Michaela ist gerade dran und verzweifelt an der Frage, welche von ihren drei Plättchen sie wo nun hinlegen sollte. Wir werden es gleich erleben. Sie kommt, kann überall ranlegen, wo ein Umweltplättchen... Ein Umweltplättchen. Ja, es ist Urwaldplättchen. Also überall, wo keine Mannequins dran sind. Die Umweltplättchen. Wird sie sich zum Beispiel ein wenig Kakao holen? Zwei Felder hat sie noch frei. Zwei Felder sind noch frei. Oder... Die lukrativen Wasserfelder. Was verkaufen? Oder will sie ans Wasser ran, um ihren Mannequin ein wenig hochzusetzen? Ach, wer weiß das schon. Ich glaube, am Anfang minus 10 ist natürlich... Genau, das sieht noch gar nicht gut aus bei ihr. Nee, das sieht noch gar nicht gut aus bei mir. Was sind 26 Punkte machbar? Dreimal und einmal, so viel habe ich ja gar nicht. Das wäre ja Blödsinn. Und wenn sie das jetzt gleich macht, dann muss man gucken, ob eine Lücke entsteht, wo auch Mannequins dranhängen, beziehungsweise ein Arbeiterplättchen. Mannequins müssen sie ja gar nicht sein. Und dann darf sie ein oder zwei hiervon in allgemeinen Plättchen anlegen. Ich mache die Entscheidung ist gefallen. Den dahin. Sie nimmt kein Wasser. Nein. Nee, kein Arbeiterplättchenlücke da. Nein. Das war nur zum Beispiel. Ja, so spielt sie auf die Beispielrunde. Passt nicht. Ne, doch, sie hätte sie ja ranmachen können. Sie steht im Stall. Ja, aber dann bringt es ihr nichts. Dann machen wir das mal hier hin. Ah, oh, dann steht eine Lücke. Kommt das dahin. Okay. Weil dann Nila nichts davon hat. Ich krieg auch was. Wieso kriegst du auch auf was? Auf der anderen Seite, gelb. Natürlich, der kommt auch hier hin. Ja, aber gelb hat keinen Mann dran. Ich weiß, ich hab's verstanden. Genau. Du aber auch nicht. Nimm mal so zu Ende. So, jetzt werden die Aktionen durchgeführt. Du hast dieses Plättchen gelegt. Genau. Das heißt, du kannst für zwei Geld eins verkaufen. Plus zwei für drei sind sechs, also sind insgesamt acht, die ich bekomme. Genau. So. Und in die Richtung passiert nichts, da passiert auch nichts. Na, habe ich immerhin schon nicht fahren. Oh, wie ist mit 12? Das ist gut. Ich nehme gerne 12. Ah, das werden wir alles nochmal dann eruieren. Darf ich mal für dich hier aufdecken? Ja, darfst du. Nur, dass man mal sieht, was hier so passieren könnte. Oh, da sehe ich sehe so schön. Ich finde eigentlich öffentlich mal kurz eine Zwischenfrage. Hier darf man jederzeit sehen, wie jeder ist nicht hat. Weiter diskutiert, glaube ich. Weil das sind ja Punkte. Das ist ja nicht ganz interessant. Wenn es keinen Sichtschirm gibt und du darfst sie, glaube ich, stapeln. Sind, ist es sichtbar. Ja. Dann würde ich gerne, wie viel hast du dann da, Henry? Geld. Ich habe nicht 1, 2, 3. Ich glaube, das ist nicht ganz öffentlich, ist nicht, aber das gucken wir nochmal nach. So, pass auf. Er kommt jetzt hier ran. Wir gucken mal in die Karten rein. Das ist nur wirklich verdeckt. So, ich habe jetzt hier angelegt und da passiert jetzt Folgendes. Ich kriege drei Wasser sozusagen. Das heißt, ich darf den 1, 2, 3 hochsetzen. Drei Wasser kann ich dir auch so holen. Der kommt dahin, weil da eine Lücke ist und wir bekommen beide so ein Amulett. Überraschung, Blümchen kriegt auch was. Ja, das hat aber... Und das muss ich wieder aufdecken. Und ich darf wieder auf 3 auffüllen. Und das Blümchen ist dran. Ich glaube aber, man hat so ein bisschen begriffen, worum es geht. Viel komplizierter wird es nicht. Den Rest haben wir ja gerade eben schon erzählt. Ich glaube, Beispielrunde können wir schon fast wieder beenden. Ist ja keine Beispielrunde, ne? War nur zwei Personen. Stimmt. Aber wir beide hier kommen. Wir haben gerundet. Wir haben gerundet. Die wichtigsten Spiele haben schon mal abgeschlossen. Die anderen beiden erstmal, ob die noch möchten. Möchtet ihr noch was tun? Nein. Nein. Christian, Nein, wir können. Das ist, mehr steckt ja nicht dahinter. Genau. Wir kriegen ja gleich noch die Kasper Rezension noch was sagen. Habe ich schon hat gesagt. Hat er schon. Stimmt, hat er ja schon. Das ist schön. Tschüss. Gott. Ah, das können wir noch mal ansehen. Was passiert?